In diesem Sinne, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, Dennis ist sich schon seine Kraft am Tanken hier. Ja, weil es heißt ja, praise the Kindler. Praise the Kindler. Oh Gott, der ist ja auch in dem Set, stimmt. Herzlich willkommen zu einer Pre-Release-Folge gepackt. Bingo, einfach mal ganz klassisch mal wieder hier dieses schöne Format ausgegraben. Mit Bingo, was eigentlich gar kein Bingo ist und wir eigentlich nur Punkte für Kategorien sammeln. Aber wir nennen es trotzdem Pack-Bingo. Genau, weil... Weil wir es können, so gesehen, ne? Weil wir könnten natürlich sagen, es heißt Pack Bingo oder es heißt Pack-Kategorien. Pack, wir sammeln Punkte nach Kategorien und versuchen zu gewinnen. Das muss Paul jetzt als schönes Logo noch animieren. Ich glaube, das sieht gut aus. Und das war wieder bei Raab. Das heißt dann nicht, sondern hat nur eine Abkürzung mit Buchstaben. A, B, T, Q, P, Q, Q, R, S, T. Genau, perfekt. In diesem Sinne würde ich sagen, ihr seht hier schon die Kategorien. Wie gesagt, wir müssen einfach die Kategorien sammeln. Wir haben den V-Star-Marker zum Beispiel am Start. Wir haben Full Art und Secret Rare, Energy Guess, Character Rare, V-Max. V-Star ist eine Kategorie, Rare gleich Energy. Guess the Energy haben wir auch schon, wie gesagt, Hyperball, genau. Holo. Und Blitz-K.O. ist natürlich Glurak V-Star Rainbow oder eine Alternative von Glurak. Das wäre natürlich wild, wenn wir die jetzt ziehen können. Ist oder wollen wir generell Alternative nehmen? Das ja, wir bisschen, gucken mal was. Das wäre ein bisschen zu hart, oder? Ich habe Bedifas. Der Gott ist auf meiner Seite. Oh, ich habe Lavados. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall ein geiles Artwork. Ne, wir gucken einfach mal, was wir rausziehen. Das ist so eine kleine schöne Folge, weil wir haben hier 4 Packs. Wie gesagt, Pre-Release-Content. Das Set kommt ja demnächst raus. Checkt auf jeden Fall die anderen Pre-Release-Openings ab. Ich habe gehört, die waren gut, Dennis, ne? Die sollte man sich auf jeden Fall angucken. Und wer soll denn anfangen? Ist eigentlich egal, wer anfängt. Ich lasse dem Verlierer den Vortrag. Oh, das ist ja gütig. Sehr, sehr, sehr gütig. So, gucken wir mal. Wollen wir das jetzt hier liegen lassen? Sieht semi-professionell aus. Wir machen es einfach dahin. So. So, Feuer. Ich gehe jetzt mit Feuer. Vielleicht haben wir ja irgendwie was. Feuer und oh, no. Ist nur eine Unlicht. Aber die Energie kann ja immer noch helfen, weil ja. Energie gleich rare. Ey, Olangar. Ne? Mhm. Ich meine, Olangar. I don't say it. Aber Olangar könnte in dem Pack drin sein. True. Oh, wir hätten auch die Freundin aus Galar eigentlich nehmen können. Das wäre ja auch ein cooler Punkt. So, dann gucken wir mal. Ich glaube, auf den Rare-Slots haben wir keinen richtigen Punkt. Das Artwork ist auch cool hier aus dem, wie heißt der Turm nochmal? Stimmt, du bist ja mit der Jen nicht so drinne. So. Oh, Flamara Character Rare, sehr geil. Da habe ich auf jeden Fall schon mal einen Punkt hier abgezogen. Das ist nicht so gut. Ja, warum? Ist doch voll schön. Ja, super, für mich super aber nicht Karte. Gut. Ja, ich weiß. Ich muss auch sagen, ich mag das Holo-Foil auf der Karte. Kein Galaxy-Foil, aber einfach so eine Holo. Und Motorpell, okay. Schade, leider nichts. Aber ein Punkt auf jeden Fall aus dem Pack schon mal rausgezogen. So, Dennis, wer ist jetzt der Verlierer? So, ich muss jetzt eine Energie gessen. Ich sag Elektro. Ja, die wird jetzt Instant Elektro sein, nicht... Oh. Also das war schon wieder, das gibt's doch nicht. Ich bin Hellseher, Leute, ich bin Hellseher. Ja, wir haben es ja in den Streams gesehen, ne? Da war ja wirklich teilweise hellseherische Fähigkeiten am Start. Der Energiepunkt ist schon mal meiner. Das heißt, ich muss nicht mehr gessen und ich habe hier einen. Oh, Lepumentas. Lepumentas. Das hätten wir auch als Kategorie nehmen müssen. Forenta, ein Obi, Slimer. Das heißt, die Rare muss jetzt auch ein Elektro-Pokémon sein. Das wäre natürlich richtig geil. Die Reverse Rare zählt nicht. Und oh! Arceus. Der erste also, Punkt. Nächster Punkt. Auch eine sehr, sehr schöne Karte, finde ich. Wir bekommen ja übrigens, ich glaube, es war im April. War das im April? Ich glaube, ja. Die Arceus-Box. Wir bekommen ja diese Arceus-Promokarte. Es gab ja bei Legend Arceus im Japanischen so eine Vorbesteller-Promokarte, die ja jeder gehypt ist. Die kriegen wir in der Box. Die es zum Spiel gab. Ja. Die gibt's jetzt in der Box, oder wird's bei uns in der Box geben, mit einer Figur. Ich habe eigentlich Hoffnung, dass die vielleicht ganz okay kommen könnte. 2-1, hier haben wir die Zähler. Na, die Promo können wir auch weglegen. So, scheiße, ich habe vergessen zu gessen, aber ich hatte sowieso vorher gesagt. Von daher bin ich mit Psycho nicht so am Start. Aber auf die Box freue ich mich. Die wird geil. So, Pachirisu, Electek. Aber Psycho könnte da was? Ja, Psyau, Pokusan, genau. Ein paar Rares sind am Start. Ja, ja, das ist. So, weißt du, was auch geil ist? Wenn ich jetzt einen VMAX-Character Super Rare ziehen würde, wäre das ein weiterer Punkt. Theoretisch. Aber es ist nur eine Reverse. Hätte ja klappen können. Und Panferno! Immerhin! Ja, Feuer ist mit mir aber nicht so wirklich auf dem Reverse-Slot, auf dem Energy-Slot, ne? Oh, schönes Artwork. So. So, da ich nicht mehr gessen muss, sage ich trotzdem mal Pflanze. Schade, das wäre jetzt richtig geil gewesen. Aber, Olangar. So, nochmal die Stadionruinen. Wir haben hier das Luxio-Artwork ist cool. Nochmal Kikugi. Riolu. Ein Staralili. Wir haben ein Krippok. Hupala. Hupala. Ein Fililu.
Oh nein, Olangar nicht hier auf dem Reverse-Slot. Aber vielleicht. Ah, nein! Aber doch nochmal Olangar auf dem Rare-Slot. Oh, richtig das geil. Doch nicht. Der dritte Punkt. Nice. Was soll denn das jetzt? Ich leg das jetzt mal hier so hin. Zack. Ja, läuft. Wieder okay. Mal. Ich glaube, ich muss immer ein Jahr Bingo ausfallen lassen und dann wieder spielen. Und dann läuft. Und dann läuft's wieder, ne? Oh Mann, ey. So, Leute, ich glaube jetzt noch ein Glurak-Pack-Artwork. Ich würde sagen, ich gehe wieder mit Feuer. Ich bleibe jetzt bei Feuer, weil wenn ich das einmal ändere, dann ist scheiße. Das geht nicht. Das ist immer. Ah Mann, Elektro. So, come on. Aber ich bin guter Dinge. Ich bin sehr guter Dinge. So, Elektro könnte. Haben wir was auf dem Raichu? Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Du hättest noch die Chance mit Raikou. Stimmt, Raikou. Ich weiß gerade nicht, welche ich weiß nicht, welche normalen Rares als Dingsbums, wie heißt Elektro da drin sind. So, wir haben Snibuna und leider nichts mehr in dem Pack, aber ja! Glurak Alternativ! Als ob! No way! Oh Mann, ey, Blitz-K.O., das ist doch nicht dein Ernst, ey. Yes, baby! Oh mein Gott, als ob wir die auch jetzt aus dem Prelease-Kit hier rausziehen. Sehr, sehr, sehr geil. Oh, Dennis, ich würde sagen, Hochmut kommt vor dem Fall, ne? Du musst jetzt auch noch ziehen, ey. Damit du ausgleichst, oder was? Dann zählen die Punkte mich wieder. Nein, so funktioniert Blitz-K.O. nicht. Doch. Oh, guck mal, wie geil. Sehr, sehr, sehr schönes Artwork. Und vom Centering her auch eigentlich ganz in Ordnung. Und generell von der Quality, oh, sehr, 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 sehr geil. Ja, ich würde mal sagen, Dennis, ich bin auf jeden Fall schon mal. Wir haben jetzt schon gute Chase-Hits rausgesogen aus dem Set. Hyperball. Okay. Oh Mann. Stimmt, du hast einen Punkt noch gekriegt, aber das. Magma-Becken, ja. Dennis, das wird dir nicht helfen. Das krieg ich nicht. Das wird dir nicht helfen. Mann, das ist doch nicht normal. Das kann man doch nicht machen. Mann, Chillabell. Und ein Mewtwo. Sehr, sehr schön. Oh, ich bin echt happy. Ich bin echt happy, weil ich habe gedacht, das wird so eine Glurak-Karte, die ich nie ziehen werde wieder aus dem deutschen Set. Wie zum Beispiel die japanische Shiny. Oh, guck mal, wie ist da? Auf jeden Fall auch noch quasi einen Punkt. Das heißt, ich kann aber nicht mehr Energy guessen. Das ist der Marke, der gesagt hat, komm, letztes Pack. Ich gönne mir noch eine Ehrenrunde hier. Muss ja jetzt sein. Ich hatte gedacht, ich hätte vielleicht noch einen Hyperball. Das wäre ganz cool. Aber oh, ich bin jetzt schon sehr, sehr zufrieden. Das ist so eine insane schöne Karte. Wir haben Golgantis und ein Shardrago. Oh, ich habe jetzt auch noch den Marker. Tja, ob dir das was hilft, Dennis, ich weiß es nicht. Wir haben einen guten Hitzkopf. Wäre gute Keindler. Terence Obhut, Schnäppke, Klick, Tidane, wow. Pet Sneef. Das ist so, wie wenn man mit einem Auto auf eine Klippe zufällt und weiß, man Bremse funktioniert nicht. Dann geht, immerhin noch eine Character Rare, nice. Und ein, Heatran, oh, nice. Ich meine, nach Punkten hättest du gewonnen, aber es geht ja nicht um die Punkte, es geht um Blitz-K.O. Und ich würde sagen, Dennis, danke dafür. Ja, bitte.